Schlafzimmer wieder. Ich habe nämlich Urlaub und ich war heute Morgen bei Primark. Wenn man unschwer erkennen kann. Ich habe zwei große und eine kleine Tasche. Ich bin losgezogen, weil ich habe tatsächlich noch ein Kilo abgenommen und habe jetzt 5 Kilo in einem Monat runter. Und mir passen meine Hosen nicht mehr. Jetzt wollte ich los, mir neue Hosen kaufen und naja. Ich habe alles gefunden, nur keine Hosen. Euch interessiert bestimmt, das ist hier alles bunt gemischt und nicht sortiert. Ich greife einfach mal hier rein. Ganz langweilig habe ich gekauft. Eins von diesen Handtüchern. Ich wollte eigentlich noch mehr, aber das war so leider das letzte. Das sind diese mittelgroßen Teile, ganz langweilig, die grau. Wollte ich für den Sport haben. Hat gekostet, ich glaube 2,50 Euro oder irgendwas. Ja, 2,50 Euro, ganz billig. Dann habe ich reduziert gekauft. Von 14 auf 7 Euro hier diese Tagesdecke oder diesen Überwurf mit so lustigen kleinen, man sieht es gar nicht richtig. Ich dachte erst, das wäre Ananas, aber es sind irgendwelche goldenen Blätter drauf. Finde ich ganz cool vielleicht zum Überwerfen, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Dann habe ich noch eine Decke, einen Überwurf, weil ich mein Wohnzimmer ein bisschen umdekoriert habe. Habe ich ein bisschen Grün mit reingemacht, ein bisschen Türkis, dass es ein bisschen meerestechnisch aussieht. Habe ich hier noch den für 6 Euro diesen Überzug. Den werde ich wahrscheinlich entweder aufs Sofa oder eben aufs Bett legen. Dann habe ich gerade zum Thema hier diese Platzdeckchen gekauft. Das sind 4 Stück für 5 Euro oder 4 genau. Und dazu passenden Glasablagen für 2,50 Euro. Dann habe ich hier eine Ananastasse. Ich stehe momentan übel auf Ananas. Die hat auch, glaube ich, bloß 2,50 Euro gekostet. Die finde ich ganz cool, weil relativ viel reinpasst. Dann habe ich so einen Hüftgürtel geholt. Hinten sieht der so aus. Vorne lässt er sich ganz einfach schließen. M hätte auch gepasst, aber knapp. Auf Presswurst. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimm L mit. Der hat gekostet 5 Euro. Den gab es auch, glaube ich, noch in Grau und in Altrosa. Dann habe ich hier unten eine coole Sache gefunden. Und zwar sind das solche Gelpads für die Augen. Die könnt ihr euch in den Kühlschrank legen. Und wenn ihr dicke Augen habt, klatscht euch einfach diese Gurkenverschnittteile aufs Gesicht. Wollte ich mal ausprobieren. Ab und zu, wenn man eine harte Nacht hatte, ist es vielleicht gar nicht schlecht, 10 Minuten die Augen damit zu kühlen. Hat gekostet 1,50 Euro. Dann wollte ich ausprobieren, diesen Augen-Make-up-Entferner, der ist zweiphasig mit Öl. Könnt ihr so schütteln und dann sieht es nämlich auch ganz cool aus im Blau. Der hat 2 Euro gekostet. Ich habe noch nie groß Primark Kosmetik mitgenommen, deswegen kann ich dazu gar nicht groß was sagen. Ah, Tüte Nummer 1 ist leer. Dann habe ich mir, ich liebe ja Joker, das war ja so früh in den 90ern, als ich noch jung war, voll das Ding. Und ich habe ein Faible dafür, ich stehe da übel drauf, ich finde das super sexy irgendwie. Habe ich mir die drei hier gekauft. Das ist einmal einer hier mit so einer grün-blauen Kordel und dann, gar nicht wahr, es sind zwei, ich habe euch angelogen. Der hier sieht aus wie so ein bisschen fischmäßig und mit einem kleinen Fisch hier unten. Das Ganze hat 4 Euro gekostet. Das habe ich mitgenommen. Thema, ja, Meerjungfrauen, Ocean, was weiß ich, Sommer, eine Spardose, sorry, so, die hat gekostet 6 Euro, sonderlich viel geht nicht rein, aber ich finde die sehr, sehr schön, ich finde die wirklich toll und die macht sich super, super gut in meiner hellen Wohnung. Dann, war mir langweilig, ich habe Schlüppis gekauft, irgendwie, ich habe ausgemistet und habe jetzt hier diese drei Thongs, diese drei Teile hier gekauft für in Größe L für 3 Euro. Wenn sie mir ein halbes Jahr heben, ist das okay für mich. Dann habe ich hier solche im Pack. Ich habe die also auch Unterwäsche von Primark noch nie ausprobiert und habe gedacht, komm, jetzt nimmst du das mal mit. Dann für 7 Euro habe ich hier diese 5 Stück. Das sind auch diese lecker Baumwollschlüppis, ja, als Trinken. In bunt. Dann habe ich mitgenommen das T-Shirt. Ich nehme es mal her. Habe ich mir weg. Genau, dreimal gekauft. Und zwar ist es so ein Carmen Top. Habe ich tatsächlich in Größe 42 gekauft.
40 wäre auch noch gegangen, aber das war vom Bauch her zu knapp. Und das ist wirklich richtig, richtig süß. Das habe ich einmal in grün. Dann habe ich das in einem schönen Blau Petrol. Was ist Petrol? Keine Ahnung. Und dann habe ich das in einem super, super süßen. Und das finde ich wirklich hübsch. Das passt zu meinen blonden Haaren echt gut. In diesen, ja, was ist denn das hier? Flieder. Und das hat jeweils nur 4 Euro gekostet. Und dafür sieht es richtig, richtig gut aus. Das freut mich wahnsinnig. Dann, hier ist noch Unmengen an Zeug drin. Noch ein paar langweilige Schlüpfis. Ihr kennt das ja, manchmal brauchen wir einfach Schlüpfis für die Arbeit, die A nicht ganz so geil aussehen und B nicht so durchschimmern zwischen den weißen Hosen. Habe ich hier auch nochmal ganz langweilig diese Teile hier in L. Da haben 3 Stück 4,50 Euro gekostet. Dann, hey, dann zack. Habe ich mitgenommen 2 Kissen für 8 Euro, weil die einfach dieses typische Standardmaß 40x40 haben. Die kann man die abziehen? Keine Ahnung. Nee, die kann man nicht mal abziehen. Naja, egal, aber ich stehe ja auf Grau und für den Winter und so weiter finde ich es ganz cool. Habe ich mitgenommen, sie sind sehr plüschig. Gefällt mir. Ich hätte es cool gefunden, wenn die vielleicht noch in der Farbe da gewesen wären. Waren sie aber leider nicht. Und jetzt kommt hier unten nämlich noch eine ganze Menge Kleinbusch. Und aus. Ich habe mitgenommen, weil ich die Haargummis grundsätzlich verlege. 2 Packen von diesen Telefonkabel oder wie auch immer Haarbändern. Einmal in Knallpink, weil ich auf Pink stehe. Und einmal in Grau, Rosa und durchsichtig und weiß. Die finde ich ganz cool, weil die einfach nicht ganz so eng sind und das sind 12 Stück jeweils für 1,50 Euro. Dann habe ich mitgenommen, Quatsch, machen wir hier weiter, normale Haargummis, weil ich die auch grundsätzlich immer überall verliere, wegschmeiße, wie auch immer. Dann habe ich hier solche Haarkrebschen mitgenommen. Jetzt will Letty rein, Moment, komm rein. So, und wieder Tür zu. Haarkrebschen mitgenommen, sind verschiedene Größen, auch für 1,50 Euro. Dann, jetzt ist sie schon, keine Ahnung, ob man das sieht. Hallo, Letty. Naja, dann halt nicht, wenn sie nicht ins Fernsehen will. Aber ganz cool, hey, ich habe ja bei Zoreal eine Überraschungsbox für Katzen gekauft. Ich hoffe, da ist was Cooles drin. Dann noch mehr von diesen Jokern. Und zwar sind hier 3 Stück mit 3 verschiedenen Anhängern. Komm her, du. Einmal mit einer Feder, einmal mit so einem da. Und was ist denn das andere? Irgendwas Rundes, Blumenmäßiges. Kann man hier wechseln? Ah, hier ist auch noch einer, sehe ich gerade. So, kann man sich wechseln, fand ich ganz cool. 4 Euro hat das gekostet. Dann, also das hier hatte ich ursprünglich für das grüne oder blaue Top gekauft. Und für das rosane Top habe ich hier ebenfalls so einen Joker. Das sind 3 Kordeln. Finde ich auch ganz cool. Ich glaube, zu den Flie... Ach Gott, das ist rosa und das andere Flieder. Naja, egal, ich werde es schon irgendwie benutzen. Und dann habe ich mir nachgekauft, weil ich es irgendwie natürlich verlegt habe, den hier. Den fand ich so super cool und sexy das letzte Mal. Ich habe den voll gern getragen und leider irgendwie ist mir der abhanden gekommen für 2 Euro. Dann fallen mir gerade nochmal ganz langweilige Arbeitsbaumwoll-Schlüpfis. Ich meine, gut, man muss auf der Arbeit nicht sexy sein, aber wie gesagt, halbwegs nach was aussehen. Sollte es, wenn die nicht passen oder blöd sind, was weiß ich, das hat es 3,50 Euro gekostet. Ja, rege ich mich nicht auf. Fertig. Dann habe ich gesehen, da gab es unheimlich viele Masken und ich muss die mal kurz sortieren. Das ist Gesicht, das ist nicht Gesicht, das ist Gesicht. Einmal habe ich hier eine Anti-Dark Circle Reducing Sound Flower Eye Patches, also Sonnenblumen auf Beppele für unter die Augen, dass man halbwegs fresh aussieht. Da ist, glaube ich, nur eine Anwendung drin, wenn ich recht gelesen habe. Ne, 4, also für 2 Anwendungen sind da drin. Das hat gekostet 1,50 Euro. Dann habe ich hier eine Reinigungsmaske, ein Reinigungsnasen-Beppele. Sagt der Schwabe für 1,50 Euro mit Aloe Vera. Da sind auch 4 Stück drin, steht gerade hinten drauf. Und dann habe ich noch bei den Masken zugeschlagen. Ich habe eine, Moment, die Katze will raus. Komm, verschwind. Also ich habe hier noch eine Maske
mit, was ist denn Sugar nochmal? Zucker und mit diesen, was ist denn Cleansing? Ihr wisst schon, diese schwarzen Masken. Ich bin gespannt. Hat auch 1,50 gekostet. Ich habe eine Peel-Off-Maske mit Gurke. Gurke finde ich ja sehr, sehr gut. Ich mag Gurkensachen. Früher gab es beim Body Shop immer so coole Gurkenprodukte und die haben sie leider irgendwann mal vor Jahren rausgenommen. Da war ich echt enttäuscht. Dann habe ich hier eine Avocado- und Hafermaske. Die ist nicht zum Abziehen. Und dann eine Schokoladenmaske. Und ich glaube, die werde ich mir heute Abend gönnen. Die ist nämlich auch für 1,50 Euro. Also maskentechnisch sind die nicht so billig, aber gut. So oft komme ich nicht zu Primark. Vielleicht sind die ganz cool, keine Ahnung. So, diesen ganzen Kladderadatsch habe ich gezahlt. Tatsächlich nur 104 Euro. Ich war echt erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Krams für so wenig Geld kriege. Wie gesagt, schade fand ich wirklich, dass ich keine Hosen gefunden habe. Vielleicht fahre ich die Woche nochmal nach Stuttgart in den Primark und gucke, was mich da erwartet. Es gab ein paar Hosen, die haben gepasst, aber durch das, dass ich so viel abgenommen habe, ist es leider so, dass der Sitz vorne nicht mehr ganz so cool ist. Ja? Mein Bauch ist, auch wenn es jetzt nicht danach aussieht, relativ flach für seine Verhältnisse. Und ja, leider hat es aber so nicht hingehauen. Nun gut, ich ziehe euch vielleicht noch eins dieser Shirts kurz an, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Ansonsten macht's gut, bis bald, ciao. So, da bin ich nochmal. Hier dieses Carmen-Shirt. Man sieht bei dem Fliederfarbenen ein bisschen durch, aber ich finde es echt super, super hübsch. Finde ich ganz, ganz süß. Sieht süß aus. So. Kann man auch so hochziehen, dann sieht es aber ein bisschen langweilig aus. Aber geht. Ich finde es richtig süß. Für 4 Euro ist das total lieb und nett. Habe ich mir aber was Schönes gegönnt. Bin ja eher so der sportliche Typ. Irgendein T-Shirt und fertig. Aber das ist echt süß. Das gefällt mir ganz gut. Tschüss.